Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Jurassic World Evolution Infovideo. Ich habe eine sehr erfreuliche Nachricht für heute, denn heute wird das Update 1.10 im Laufe des Tages für Jurassic World Evolution erscheinen. Das Ganze ist kostenlos und mit dem Update kommt auch noch ein DLC, aber da kommen wir später zu. Wir gehen jetzt erstmal auf das Update ein. Nämlich kommt durch das Update endlich eine Sache in das Spiel, die ich mir persönlich sehr gewünscht habe. Und die Community von Jurassic World Evolution hat sich das Ganze natürlich auch sehnlichst gewünscht. Es kommt endlich der Sandbox-Mode für alle Inseln. Also wir können auf jeder Insel Sandbox bauen. Wir können endlich coole Themen- und Motto-Parks zum Beispiel auf Isla Matanzeros bauen, ohne dass wir irgendwie Geldprobleme haben, ohne Wirbelstürme. Oder dass wir einfach mal die Sozialanforderungen von den Dinos herunterstellen oder die Kampfhäufigkeit und damit irgendwie ein Wildlife-Gehege bauen können. Also richtig, richtig cool. Dadurch bekommen wir einfach wieder richtig viele neue Möglichkeiten, coole neue Themen- und Motto-Parks zu bauen und uns somit nochmal kreativ auf den anderen Inseln auszuleben. Ansonsten wird das Update 1.10 noch einige Bugfixes und Optimierungen beinhalten. Nun kommen wir noch zu dem neuen DLC. Das heißt, das Ganze ist kostenpflichtig, wird 4,99 € kosten und es wird ein Herbivore Dinosaur Pack sein. Das heißt, wir werden ein Pflanzenfresser-Dinosaurier-Paket bekommen. Also sozusagen das Pendant zu dem Fleischfresser-Dinosaurier-Paket, was wir ja schon mal bekommen haben. Und welche Dinosaurier das sein werden, das seht ihr jetzt. New fossil material ready for extraction. Extracting species profile. Homolocephali sported a thick, flat skull, which was used to headbutt others of its genus in competition and would have helped to protect it from predators. Extracting species profile. Nigersaurus, a large herbivore dinosaur that had a flat, vacuum-shaped mouth packed with hundreds of teeth and comically wide jaws. Extracting species profile. Dryosaurus was a swift and agile plant-eating dinosaur with an elongated neck, slender but powerful back legs, and a long, stiff tail to balance its body. Ja, Leute, das sind die drei neuen Dinosaurier aus dem Herbivore-Pack. Da haben wir zum einen den kleinen, flinken Dryosaurus. Den kennt ihr sicherlich alle schon. Als nächsten haben wir den Nigersaurus. Kommt aus dem Niger, daher der Name, also nichts Falsches denken, Leute. Er ist einer der kleinsten Sauropoden und ich bin sehr gespannt, ob er dann letztendlich von dem großen Pflanzenfresser-Fieder essen wird oder von dem kleinen am Boden. Ich könnte mir vorstellen, dass er von dem kleinen fressen wird, aber das werden wir nachher gemeinsam hoffentlich herausfinden. Und zu guter Letzt haben wir den, schwieriger Name, ich lese ihn mal eben ab, Homolocephali. Auch so ein kleiner Kopfnussdinosaurier, sieht sehr süß aus und der benutzt halt auch seine Kopfplatte, seine flache Kopfplatte, um sich mit Kontrahenten Kopfstöße zu verpassen. Das werden wir hoffentlich heute auch noch zu Gesicht bekommen, freue ich mich auch schon sehr drauf. Also drei sehr coole neue Dinosaurier für 4,99 €, denke ich, ist das schon völlig in Ordnung. Und das Ganze wird, wie gesagt, im Laufe des Tages erscheinen. Ich werde für euch natürlich die Dinosaurier freischalten und dann mal freilassen und so ein bisschen begutachten und euch die präsentieren. Ich weiß nur noch nicht, wann ich es schaffe, weil ich muss heute leider noch sehr viel arbeiten. Das kann sein, dass die Videos erst morgen kommen oder halt heute Nachmittag noch. Müsst ihr euch mal überraschen lassen. Aber falls ihr den Kanal abonniert habt, dann solltet ihr davon nichts verpassen. Ich freue mich mega auf das Update und auf das DLC und ich hoffe ihr auch. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.